Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Mount & Blade 2 Bannerlord. Wir haben Ortongard und Shaikant wieder zurückerobert und jetzt machen wir uns gerade auf den Weg, hier die Burgen zurückzuerobern bzw. ja, zu verteidigen. Ortongard müssen wir nochmal im Blick behalten, das haben wir gerade erst erobert, da sind nur 23 Verteidiger gerade. Das ist natürlich nicht so viel. Vielleicht können wir die hier nochmal ausschalten vorher. Batania macht sich schon auf den Weg. Die wollen vermutlich auch zur Stadt hin. So, hier können wir nochmal befördern gerade. Den rekrutieren wir noch. Hab ein bisschen Sorge, die Stadt hier gerade alleine zu lassen oben. Da sind schon wieder über 500 Verteidiger drin. Wahnsinn. Vielleicht lassen wir hier auch einfach den Trupp mal los. Die können sich dann ja mit denen mal so ein bisschen anfeinden. So, gut, dass wir hier nochmal zurück sind. Den holen wir uns. Stop this! Batania versucht auch wieder irgendwo Fuß zu fassen. So, den Kollegen richten wir mal direkt hin. Und dann gehen wir hier nochmal rein, schauen nach Streitrössern. Eins, immerhin. Den Krempel verkaufen wir. Ja, die haben zu wenig Geld, ist klar. So, dann können wir hier nochmal einen befördern. Wo macht es Sinn, jetzt nochmal gegen anzukämpfen? Also Batania ist wie gesagt immer noch dezimiert. Hier Kuzeit hat schon wieder eine Burg auch erobert. Würde mich mal interessieren, wo? Hier unten, Burg Erzenur. Okay. Vielleicht holen wir uns die einfach mal schnell zurück. Odok wird angegriffen. Ich hoffe, da kommen wir noch rechtzeitig. Gehört uns auch noch nicht so lange die Stadt. Oh. So riesig, die Armee. Okay, dann brauchen wir doch wieder eine kleine Armee bei uns. Ach, ärgerlich. Ja, die kriegen wir, glaube ich, eingeholt. Stop there, Stray. Perfekt. Rekrutieren und dann holen wir uns die Stadt ganz schnell wieder, bevor die da Verteidigung aufbauen. Und die beiden hier richten wir natürlich hin.
60 Verteidiger schon wieder. Okay. Aber wir sind da. Produzieren nur den Rambock und gehen dann rein. Ja, da zahlen wir mal. Schnell einmal den Rambock bauen und dann geht's auch schon los. Truppen entsenden und wir gewinnen. Wunderbar. So, ab ins Verlies. Wir schauen mal. Keiner drin. Schade. Sehr gut. Damit können wir dann die restlichen Truppen wieder aufwerten. Elf fehlen noch. Ja, so schnell kann es gehen. Ne? Hier die Burg holen wir uns nochmal schnell zurück. Die haben sie nämlich auch gerade erst eingenommen. So, Odok kriegt Shurik Frostbart. Das sollte auch relativ schnell gehen. Und dann bleiben wir wieder hier so ein bisschen auf der Ecke, um die Burgen und Städte zu verteidigen. Ja, vielleicht kommt er noch dazu, dann geht es noch schneller mit weniger Verlusten. Nö, er reitet weiter. Okay. Auch hier schauen wir sicherheitshalber noch mal rein. Da ist aber keiner. Okay. Wunderbar. Burg Odrysa. Vielleicht greift Urien Eisenbauch die ja gleich mal an. Guck mal hier, mit 27 Mann versuchen sie die Burg noch mal einzunehmen. Das ist schon echt frech. Das ist schon echt frech. Yours is not a thing. Ja, ansonsten halten wir die Region ganz gut. Burg Akisa würde ich ganz gerne noch übernehmen. Okay, Buchuls Clan von Buchul. Was ist denn Buchul? Keine Ahnung. Scheinen aber keine Rebellen zu sein. 439 Verteidiger. 12 Tage Nahrung. Ja, da werden wir mit unseren Truppen nicht gegen ankommen. Da müssen wir belagern. Das wird also ein bisschen länger dauern. Burg Morenia. Und Kujas hinten wird belagert. Aber, ja, wurde schon direkt abgeschmettert. Die Region hier bleibt jetzt ein bisschen ruhig, so dass wir die Burg einnehmen können.
holen wir uns noch mal 4 dazu. Ja, wir schaffen es gar nicht mehr so richtig, unseren Trupp vollständig auszubauen. Leider haben wir nie so viele Truppen. Und es gehen immer sehr viele bei so Belagerungen und Verteidigungen drauf. Ja, Burg Morenia müssen wir gleich schauen. Die sind da immer noch am Belagern. Gucken wir gleich. So ist der gelehrteste Stufe aufgestiegen. Auch mal direkt gucken. Mit wem der Rot in Führung. 2 tägliche Kampferfahrung. Und Zoros, der Gelehrte, wo ist er da? Wo packen wir den Punkt rein? In Medizin, würde ich sagen. Ja, wir müssen erstmal die Mauern einreißen, dann ist das ein bisschen einfacher wieder für uns. Darf man nicht unterschätzen, auch wenn es nur eine Burg ist, in Anführungszeichen. Die können einen trotzdem erheblichen Schaden zufügen. Das eine Katapult zerstören wir nochmal und dann gehen wir gegen die Truppen an. Perfekt, und wir haben die Burg eingenommen. Okay, lohnt sich nicht. Schauen wir mal, was ist hier los in der Region? Viele Banditenverstecke. Könnte natürlich auch dann damit zusammenhängen, dass hier schnell wieder es zu Aufständen kommt. So, die fassen hier wieder ein bisschen Fuß, die Aserei. Lavenia. Dafür greifen wir hier die Burg gerade an. Vielleicht holen wir uns die Burg Odrysa nochmal. Wir kommen gar nicht dazu, die Kuhzeit oben wieder zu verdrängen aus der Stadt. Ja, na klar. Jetzt haben wir hier noch wieder ein Rebellenproblem. Gerade erst angesprochen. So, 86 Verteidiger, das sollte schnell gehen. Wenn wir mal fix angreifen. Vielleicht schließen wir gleich auch noch mal kurz Frieden mit den Aserei. Einfach damit wir uns in der Zeit noch mal um die anderen beiden kümmern können. Landia und Kuhzeit. Dann gewinnen wir ein bisschen Zeit. So, da sind keine Helden drin, alles klar. Dann gehen wir wieder raus. Die Burg bleibt. Ich weiß nicht, ob wir uns hier runtertrauen sollen. Lavenia würde ich gerne nochmal zurückerobern.
Damit wir dann hier einen sauberen Abschluss haben. Oh, guck mal, da stehen sie alle. Ja, mal fix die Burg belagern. Das sollte auch recht schnell gehen. Was er irgendwie helfen kann, machen wir. Und wir haben die Burg wieder eingenommen. Gnade zeigen. So, auch hier schauen wir noch mal. Okay, da ist aber nichts drin. Hier können wir dann noch mal einen befördern. Und den einen richten wir hin, hier Ulpo vom Clan der Bruderschaft. Wunderbar. Ja, dann lösen wir die Armee hier dann mal auf. Und machen uns selber so ein bisschen auf den Weg. Burg Odrisa wird schon wieder angegriffen. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt rechtzeitig kommen. Wir versuchen es auf jeden Fall. Burg Lavenia, ja, wird hoffentlich... Ja, Burg Odrisa ist wieder gefallen, schade. Das hat sich dann doch ein bisschen überschnitten gerade. Aber das ist kein Problem. Die erobern wir auch alleine schnell zurück. Da dürften nicht viele Verteidiger sein. Okay, immer wenn wir unsere Armeen auflösen, dann existieren hier auf einmal größere Armeen. Finde ich mir sehr schade. Kommt nochmal schnell her. Dann werden wir die Aserei nochmal vernichten. It's been a while. Ja, it's been a while. Oh, das war wichtig. Ein wichtiger Kampf. Dadurch haben wir nämlich eine Menge Gefangene gerade wieder gemacht. Die Armeen sind ja zum Glück nicht mehr so groß. Es gab Zeiten, da hatte die Aserei bei einem Krieg 3 oder 4 Armeen. Und die waren alle über 1000 Mann stark. Mittlerweile, ja, seht ihr ja, ist das erträglich. So, dann wollen wir die Burg nochmal schnell zurückerobern. Und dann haben wir uns hier schon mal wieder ganz gut aufgestellt. So, Ordok ist auch wieder von Rebellen übernommen. Genau wie Ortongard. Das ist natürlich nicht so schön. Burg Lavenia wird schon wieder belagert. Das Ores Armee, macht er da was? Jo, der hat was gemacht. Perfekt. Und dann holen wir uns hier die Burg nochmal schnell wieder. Also sie ist auch mit dabei. Wir warten kurz auf den Rambock. Der sollte es zumindest sein. Und dann gehen wir rein. Wir schauen immer mal rein. Da kann sich auch in kurzer Zeit was geändert haben. Aber hier sieht alles noch gut aus.
So, ich würde sagen, die Armee lösen wir auf. Lavinia wird schon wieder angegriffen. Ja, jetzt gerade ist das wieder so ein Hin und Her. Bisschen anstrengend. Oh, was ist da los? Ah, okay, da wird schon wieder... Nee, doch noch nicht. Ah, guck mal, Batania versucht's. 15 Verteidiger nur. Wir kommen aber rechtzeitig. Yours is not a face I know. Perfekt. Guck mal, der hat richtig gute Truppen dabei gehabt. Tja, Karfid, tschüss. Das war's für dich. Genau, wenn wir die Burg haben, dann haben wir hier erstmal einen sauberen Cut. Dann haben wir hier oben nördlich alles eingenommen. Na klar, die Rebellenstädte, die beiden, die sind noch ein Problem. Und hier Argoron. Argoron hätte ich eigentlich noch mal ganz gerne eingenommen. Niemanden rekrutieren. Nur wieder so ein Rasierer mit. Okay. So, die Frage ist, worum kümmern wir uns jetzt? Rebellenstädte oder Burg Lavinia? Burg Lavinia. Oder die Burg. Ja, eine von beiden wird vermutlich fallen. Hier, sie war halt näher dran. Oh, sorry. Bleibst auch in Gefangenschaft. Dich werden wir auch hinrichten. Der gute Kotor. Weg ist er. So, das haben wir verteidigt. Jetzt Burg Lavinia noch. Ich weiß nicht, ob wir da rechtzeitig kommen. Vermutlich nicht. Aber dann erobern wir die Burg gleich wieder zurück. Hier fehlt noch ein neuer Besitzer. Melia kriegt die Burg. Hat Vlandia weiterhin Fuß fassen können? Ne, die haben immer noch die eine Stadt. Batania hat nichts. Sehr gut. Ah, die Aserei. Die haben hier sich die Burg nochmal geschnappt. Okay, die haben sogar eine kleine Armee. So, wer macht mit? Macht keiner mit. Ja, das ist natürlich wieder so ein bisschen kritisch. Die werden sich die eine Burg wiederholen. Wir holen uns stattdessen hier die Burg erstmal wieder. Da kommt er zwar zurück, aber ich glaube, er macht nichts.
Ja, ärgerlich, dass hier die Armee halt gerade wieder tätig war. Truppen. Oh, das war verkehrt. Fußtruppen wollen wir gar nicht haben. Und wieder gehört die Burg uns. Okay, da gehen schon zwei Armeen hin. Das sollte reichen. Burg Lavenia ist wieder eingenommen. Ich hoffe, jetzt kehrt hier ein bisschen Ruhe ein. Okay, die haben sie sauber aufgerieben. Okay, Azirs Armee ist bei Ordok. Und wir gehen mal nach Ortongard hoch. Wir kümmern uns um die Stadt mal. Beziehungsweise die beiden Armeen, die gehen jetzt schon da hoch. Vielleicht bleiben wir dann kurz hier unten. Um das Ganze hier abzudecken. Aha, guck mal, wer da kommt. I give up. Ja, Gefangene nehmen wir erstmal nicht mit. Da haben wir schon wieder genug. Und den einen können wir hinrichten. Sudais. Können natürlich versuchen, hier noch weiter runter zu gehen. Und auch die Burg hier anzugreifen. Das würde die Frontlinie noch mal ein bisschen verkleinern, und zwar nur hier in diesem Bergpass. Können wir mal versuchen. In der Hoffnung, dass da oben jetzt nichts weiter passiert. Ja, ich glaube, unsere anderen Armeen kümmern sich jetzt gerade um die Rebellenstädte. Wenn wir die beiden schon mal wieder haben, dann ist das super. Dann haben wir hier eine Frontlinie und dann fehlt uns nur noch die eine Stadt von den Kuhzeit oben. Die wir dann nochmal zurückerobern werden. Und wenn wir das alles dann halten können, dann können wir am Ende hier bei den Aserei den Sack zumachen. Okay, Ordok ist schon mal zurückerobert. Das ist super. Shurik Frostbad kriegt die Stadt. Und wir holen uns in der Zeit hier die Burg. Ja, sieht auch so aus, als wenn hier vorne die beiden Burgen standhaft bleiben. Da gibt es wohl keinen Angriff gerade. Okay, er geht dorthin. Könnte ein Problem werden. Aber wir machen jetzt hier erstmal die Burg zu Ende. Hauptsache, die ganzen Verteidiger sind dann außer Gefecht.
Okay, hier Burg Shibalzumo wird tatsächlich belagert. Das wird hier die eine Armee der Aserei sein, die gerade an uns vorbei sind. Ist aber nicht schlimm, die werden wir uns gleich wiederholen. Dort dürfen dann nur sehr wenige Verteidiger sein. Und hier, das wäre erstmal wichtig, dass wir die Burg auf jeden Fall auch einnehmen. Und vor allen Dingen halten. Okay, nochmal die Katapulte zerstören und dann gehen wir rein. Gewonnen und Festung ist eingenommen. Perfekt. Ja, wir werden bestimmt nicht mehr rechtzeitig kommen, um die andere Burg zu verteidigen. Die holen wir uns dann aber gleich schnell wieder zurück. Gut, Leute, wir sind am Ende der Folge angelangt. Würde mich dann freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und wir sehen tatsächlich, die Armee wurde scheinbar aufgerieben hier. Die Verteidigung war standhaft. Und wir haben jetzt hier eine super Frontlinie gebildet bei Burg Tamnu. Uruk ist eingenommen. Und hier oben gibt es dann noch die eine Rebellenstadt Ortongard. Da ist Orests Armee schon dabei, die einzunehmen. Und dann fehlt hier nur noch Agor und dann haben wir hier den kompletten nördlichen Teil der Weltkugel eingenommen. Und dann bleibt auch gar nicht so viel übrig hier unten. Kuyas ist gerade in der Hand von Rebellen. Das ist auch nicht weiter schlimm. Und Vlandia hat hier noch eine Stadt eingenommen. Ja, wäre schön, wenn Vlandia vielleicht mit den Aserei auch nochmal Krieg hat. Gut, Leute, das sehen wir uns dann alles in den nächsten Folgen an. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.